Peter Weibel kennt man in verschiedenen Rollen. Kurator, Theoretiker, Medienexperte und Vorstand des ZKM in Karlsruhe. Aber Peter Weibel ist auch aktiver Medien- und Konzeptkünstler. Die Aktion, die Sie hier sehen, ist nicht das Kunstwerk selbst, sondern nur die Vorbereitung, die Skizze dazu. 2019 feierte er seinen 75. Geburtstag. Ein willkommener Anlass, sein Werk in einem großen Überblick zu würdigen. Die Ausstellung Respektive Peter Weibel zeigt das Schaffen von Peter Weibel von den 1960er Jahren bis heute. Manche seiner Werke zählen zu den Ikonen der Medienkunst. Teilweise wurden Werke der Ausstellung aber auch rekonstruiert und damit der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Die Ausstellung macht sichtbar, dass Weibel in seinem künstlerischen Werk entscheidende Entwicklungen in der Kunst des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts vorwegnahm. Ich stelle selbstständig die Schärfe ein. Ich bin eine selbstständige Maschine. Ich bin ein Apparat. Ich bin ein Automat. Ich bin eine autonome Maschine. Ich will nicht dienen. Er stellte die gängigen Vorstellungen von Kunst in Frage und das gerne provokant und radikal. Siehst du, was ist der Unterschied vom Tap- und Das-Kino zum normalen Staatskino mit diesem Kino hier? Im Staatskino werden Sie betrogen. Im Staatskino sehen Sie, bis einer mit einer anderen drauf. Sie brauchen nur Ihre beiden Hände durch diesen Eingang einzuführen und Sie erleben den kürzesten und dafür schönsten Film Deutschlands. Seine ersten Arbeiten waren zunächst im Bereich der visuellen Poesie und experimentellen Literatur verortet. Er interessierte sich primär für die Regeln und Mechanismen von Buchstabenketten, vor allem aber für den Gebrauch von Sprache. Deswegen erweiterte er die Sprache um Materialien, Maschinen und Medien. Die Bodenskulptur »Das Recht mit Füßen treten« wurde 1968 in einer Gruppenausstellung im Stift Melk installiert. Als das Publikum, vorwiegend Studenten, den leeren Ausstellungsraum betraten, waren sie einigermaßen irritiert, denn weit und breit waren keine Kunstwerke zu sehen. Erst bei einem zweiten, dritten, vierten Blick sahen sie einen Schriftzug recht auf den Boden geschrieben. Und da es unvermeidlich war, beim Herumgehen in der Galerie, dass sie das Wort mit ihren Füßen betraten, hat das Publikum selbst die performative Skulptur realisiert, nämlich das Recht mit Füßen zu treten. Und das war eine sehr klare und wahre Aussage über den Zustand des Staates Österreich 1968. Die Partizipation des Publikums, ein entscheidender Faktor in Weibels Werk. Aber nicht nur im Ausstellungskontext traf man auf unerwartete Werke. 1969 versteckte Peter Weibel einen stöhnenden Stein im Wiener Stadtpark. Verunsicherte Passanten riefen die Polizei, die den Künstler sogleich wegen Störung der öffentlichen Ordnung verhaftete. Die Steine stöhnten als Reaktion auf Temperaturschwankungen. Ein Gasbehälter dehnte sich aus bei Wärme oder verkleinerte sich bei Kälte. Dadurch wurde im Stein ein verstecktes Tonbandgerät mit dem Stöhnen über eine elektronische Schaltung ein- und ausgeschaltet. Neben Tonbandgeräten ist auch die Schreibmaschine ein häufig eingesetztes Gerät in Peter Weibels Werk. Sie sehen hier eine Arbeit aus der Werkserie Prinzipien der Poesie. Diese Arbeit heißt Prinzip des Widerstands. Sie sehen eine Schreibmaschine, deren Tasten mit Reißnägeln präpariert sind. Warum? Es ist nämlich ein leichtes, Gedichte zu schreiben über den Schmerz. Doch ich lehne diese abstrakte Darstellung von Schmerz ab. Sie interessiert mich nicht, weil Gedichte bestehen aus Worten. Und die Worte können den Schmerz nur darstellen, repräsentieren oder symbolisieren. Aber Franz Kafka hat gesagt, der Schmerz ist das einzige Reale in dieser Welt.
Also muss der Schmerz auch real dargestellt werden. Der Widerstand der Realität, ja, ist eine schmerzvolle Erfahrung, die den Menschen von Geburt an begleitet. Ja. Insofern muss der Schmerz nicht abstrakt ausgedrückt, sondern real demonstriert werden. Das heißt, ich habe dann in Form eines Gedichtes als Aktion, als Aktionsgedicht auf dieser Schreibmaschine geschrieben. Und nach einer halben Stunde waren dann meine Fingerkuppen blutend und ich habe dann meine blutenden Finger dem Publikum gezeigt, um die Erfahrung des realen Schmerzes zu verdeutlichen. 1967 entstanden die Automatenfotos Selbstporträt als Frau, als Anonymous, als junger Hund. Die abgebildete Person wird anonymisiert, schlüpft in ein anderes Geschlecht oder wird ein Tier. Das Selbstporträt des Autors zeigt keinen Autor mehr, sondern Repräsentationen von kulturellen Codes. Die heutige Kultur des Selfies, aber auch Augmented Reality-Effekte werden hier vorweggenommen. In weiteren fotografischen Arbeiten setzt sich Peter Weibel mit dem ontologischen Sprung zwischen Abbildung und Wirklichkeit auseinander, wie beispielsweise in der Arbeit Prinzip Hoffnung. Also ich bilde ab ein brennendes Papier und plötzlich springt die Abbildung des brennenden Papiers auf die Abbildung des Papiers selber. Ich zeige kein Bild vom brennenden Papier, sondern das Papier hat selber gebrannt. Das ist normalerweise nicht möglich, weil es gibt diese ontologische Differenz, wie die Philosophen das genannt haben, von Heidegger bis runter zu den Platonisten. Und diese ontologische Differenz zeigt sich auch in den Medien, immer als Problem der Abbildung und der Realität. Und ich behaupte eben, die Medien sind imstande, tendenziell diese ontologische Differenz aufzuheben. Man kann zwischen diversen ontologischen Ebenen, ontologischen Hierarchien springen im Zeitalter der Medien. Die mediale Konstruktion von Wirklichkeit thematisiert Weibel in seinen Closed-Circuit-Videoinstallationen der 1960er und den ersten interaktiven Computerinstallationen in den 1980er Jahren. Ich stehe hier vor der Computerinstallation zur Rechtfertigung der hypothetischen Natur der Kunst und der Nicht-Identität der Objektwelt. Man sieht am Anfang der Installation vier große verschiedene Bleche, vom Quadrat bis Dreieck. Wenn ich auf eines dieser Bleche steige, wähle ich eine Welt. Das eine ist die Welt der Buchstaben, das andere ist die Welt der Objekte, die Objektwelt. Das dritte ist die Welt des Raumes und das vierte ist die Welt der Gase. Zuerst wähle ich eine Objektwelt, also eine virtuelle Welt, zum Beispiel die Buchstaben. Und dann steige ich auf diesen Knöpfen herum, auf dieser Tastatur, und verändere die Buchstabenwelt. Ich rufe Buchstaben hervor. Ich kann die Buchstaben sehen dreidimensional, als Volumen. Ich kann die Buchstaben wählen durch einen Knopf auf dem Boden als bloße Kontur. Ich kann die Buchstaben in Bewegung setzen. Und ich kann auch sagen, die Buchstaben bestehen nicht aus Linien, sondern aus Punkten. Dann wird aus einem Punkt, aus einem Buchstaben wieder eine Punktmenge. Und wenn ich dann das noch auf einen zweiten Knopf trete, wo die sich bewegen, bewegen sich abstrakte Punktmengen durch den Raum. Sie sehen, es ist immer nur eine Frage der Perspektive, eine Frage der Kodierung. Ich kann jedes Zeichen in ein anderes Zeichen kodieren. Ich kann jeden Gegenstand in einen anderen Gegenstand kodieren. Unsere Welt ist liquide, unsere Welt ist eine Welt aus Variablen. Deswegen vier virtuelle Welten, weil die reale Welt ist nichts anderes als eine Summe von vielen, vielen virtuellen Welten. Wer in einen geschlossenen Wahrnehmungskreislauf tritt, zum Beispiel vor den Spiegel, kann sich selbst beobachten, und zwar live, in Echtzeit. Aber er sieht sie nur von vorne. Im Spiegel kann man nie seine eigene Rücksicht sehen. Er sieht nie seinen Hinterkopf. In dieser Closed-Circuit-Videostation aus Kameras und Monitoren ist das Gegenteil der Fall. Sie sehen sie nur von hinten. So sehr sie sich auch drehen und wenden. Sie werden nie ihr Gesicht selber sehen, sondern sie werden immer nur sich selbst von hinten sehen. Das heißt, sie beobachten sich beim Beobachten und sind damit Beobachter zweiter Ordnung. Noch viel schlimmer, der Beobachter kann beim Beobachten sich selbst nicht beobachten. Damit werden nicht nur Probleme der Identität gestellt und angenähert, sondern es werden auch Probleme der Kybernetik und Quantenphysik angesprochen. Denken Sie zum Beispiel an die Heisenbergsche Unschärfe-Relation, dass man nicht gleichzeitig Position und Geschwindigkeit eines Teilchens feststellen kann. Also, grundlegende Mechanismen
einer Beobachtungsgesellschaft, einer Gesellschaft, die Tag und Nacht von Kameras bewacht wird, mit Hilfe von Medien, werden hier bereits gestellt. Damit weist Peter Weibel auf die Grenzen des menschlichen Wahrnehmungsapparates hin. Der Beobachter ist immer Gefangener der Perspektive. Das tangible Bild ist eine interaktive Computerinstallation. Mittels eines dreidimensionalen Touchscreens als Schnittstelle interagiert man mit dem Videobild in Echtzeit. Medien sind meiner Auffassung nach Schnittstellen, ja? Interfaces. Sie regeln das Verhältnis zwischen den Menschen und ihrer Umwelt. Ich stehe hier vor einer Gitterwand nach einem Koordinatensystem, benannt nach dem Philosophen Descartes, ein kartesianisches Gitter aus vertikalen und horizontalen. Sie sehen eine Projektion auf der anderen Seite. Und ich verändere nun nicht die Realität, nicht die Gitterwand selber, sondern ich verändere nur die Schnittstelle, diesen Fernsehapparat. Der besteht sozusagen aus Gummi. Mit Gummi kann man eben die Wirklichkeit zerren und verzerren. Sehen Sie? Ich drücke nun auf die Schnittstelle, ja, und dabei wird eben das Bild verzerrt. Nicht die Veränderung der Wirklichkeit des Gitterfeldes, sondern die Veränderung der Schnittstelle führt zu dieser Verzerrung. Daraus kann man den Schluss ziehen, vielleicht ist die ganze Welt nichts anderes, die das Produkt einer natürlichen Schnittstelle, nämlich unseres Körpers. Unser Körper ist eine natürliche Schnittstelle, die regelt das Verhältnis von den Menschen zu seiner Umwelt. Also ist die ganze Welt nur ein Schnittstellenprodukt. Die Medien haben den Vorteil, dass sie diese Schnittstellentechnologie vermehren und erweitern, aber gleichzeitig auch die Gefahr, dass sie die Verzerrungsmöglichkeiten eben durch die Schnittstellen, die Verzerrung der Welt auch vermehren und erweitern. In den 80er und 90er Jahren überträgt Peter Weibel die Eigenschaften der Medien zurück in die analoge Objektwelt. Zum Beispiel den Aufbau eines Bildes durch Scanlines beim TV-Bild oder die Skalierung bei der Fotografie. Für die Serie Scanned Objects zersägt Peter Weibel Alltagsgegenstände wie Sessel, Türen und TV-Apparate, Koffer oder ganze Bibliothekswände und sogar, rein fotografisch, Hochhäuser. Und damit habe ich ein Prinzip entdeckt, auf dem heute der 3D-Druck basiert, weil der 3D-Druck baut mit Scanlines die Gegenstände auf. Ich habe die Gegenstände mit Scanlines abgebaut, deswegen habe ich dann vom Internet einige Skulpturen genommen, berühmte Skulpturen, und habe sie eben mit Scanlines verzerrt. Ein weiteres Beispiel für die Rückübertragung der Eigenschaften von Medien auf die Gegenstandswelt ist die Skalierung, das heißt die Größenordnung. Die Berge sind ja oft 1000 Meter hoch, aber die Postkarte dieser Berge, die Bilder dieser Berge, sei es auch im Bildschirm, sei es im Kino, sind Zentimeter oder Meter klein. Also ist die Größenordnung eine Eigenschaft, eine verzerrende Eigenschaft der Medien. Jetzt habe ich angefangen, eben große Architekturgebäude und Architekturgebilde zu skalieren, und zwar zu redimensionieren, sie kleiner zu machen. Wenn man das Guggenheim-Museum nimmt, eine Inkunable, ja, der Museumsarchitektur, und ich verkleinere es, maßstabsgetreu, nur mache ich es kleiner, ja, entsteht daraus eine Bar. Man kann sich anlehnen, mit Partnern und Partnern plaudern, konversieren und auch flirten. Man kann hier Brötchen hinstellen oder Sektgläser, man kann hier Brötchen hinstellen. Also das Guggenheim ist per se, ja, im Grunde verkleinert, eine ideale Bar. Das Guggenheim-Museum als Bar. Mit der Klanginstallation OZ Echo von 2012 reagiert Peter Weibel auf die Vernetzung der Menschen in sozialen Medien. Hallo. Gesprochene Worte werden in Töne übersetzt und gespeichert. Im Laufe der Zeit bilden die Worte aller Teilnehmer eine gemeinsame musikalische Komposition. Ist da wer? Im Zeitalter der sozialen Medien entsteht Welt in Resonanz und Echoräumen. Ich bin hier. In Music Passenger von 2019 werden Kompositionen augenblicklich zu völlig neuen Stücken, je nachdem, wie mit dem Werk interagiert wird. Die digitale Klangwelt ist ein Paradies. Denn in ihr kann im Prinzip jeder Gegenstand das Geräusch jedes anderen Gegenstandes erzeugen. Jedes Instrument kann die Klänge anderer Instrumente erzeugen. In der digitalen Welt, ja, ist eine Komposition nicht nur Anweisungen an Interpreten, sondern die Komposition ist Anweisung und Ausführung. Sie sehen hier die Noten
von Klavierstücken alter Meister. Sie sind wie Passagiere auf Linien, wie Passagiere auf einem Linienschiff. Sie klingeln aber nicht. Wir haben aber hier eine 3D-Kamera, die die Bewegungen eines anderen Passagiers beobachtet und aufnimmt, nämlich des zufälligen Passanten, der vorbeimarschiert. Wenn nun das Bild des Passagiers auf das Bild der Noten des anderen Passagiers trifft, dann entstehen Vertiefungen in der digitalen Notenpapier, ähnlich wie bei dem Anschlag auf eine Klaviertaste. Und dann sozusagen, wenn das Bild des Passagiers auf das Bild der Notenpassagiere trifft, dann erst, wenn ich durch mein Bild eben das Notenpapier vertiefe, dann entsteht der Klang. Mit einem Wort, das Körperbild erzeugt das Klangbild. Zum ersten Mal in der Geschichte der Musik. Auch im Musiktheater verwendete Peter Weibel avancierte Video- und Computertechnologie. Zum Beispiel in der Medienoper Der künstliche Wille von 1984. Hier wurde die digitale Durchdringung unserer heutigen Alltagswelt vorweggenommen. Willst du die totale Elektronik? Das Musiktheaterprojekt Amazonas von 2010 mahnte eindrücklich vor der Vernichtung des Regenwaldes. Im Untertitel hieß es: In Erwartung der Tauglichkeit einer rationalen Methode zur Lösung des Klimaproblems. Und so diskutierten in einer Klimakonferenz die unterschiedlichsten Interessengruppen. Am Ende wurde klar, es kommt zu keiner Lösung. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Musik. 2013 machte Origin of Noise das Phänomen des Rauschens erlebbar. Als interaktives Phänomen zwischen Material und Mensch, zwischen Welt und Mensch. In der Visite der Ausstellung, die sich szenografisch an ein Krankenhaus anlehnt, lernt man Peter Weibel als einen Nomaden zwischen Wissenschaft und Kunst kennen. Seine unbändige Schaffenskraft äußert sich in den verschiedensten medialen Ausdruckstechniken. Betrachtet man die über 400 Werke der Ausstellung, wird eines klar. Kunst bei Peter Weibel ist ein Erkenntnisprozess, der einem die Augen dafür öffnet, dass die Realität der Medien nicht deckungsgleich mit der Wirklichkeit ist.